Für die Ausgangsstellung werden die Füße hüftbreit aufgestellt. Die Ellbogen befinden sich auf dem Boden aufgelegt, schulterbreit auseinander und unterhalb der Schulter. Der Kopf wird in verlängerten Wirbelsäule gehalten, der Blick ist auf den Boden gerichtet. Nun wird abwechselnd diagonal ein Arm und ein Bein angehoben und wieder in die Ausgangsposition zurückgekehrt. Um die Spannung zu erhöhen, soll sich vorgestellt werden, dass Füße und Ellbogen zusammengeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Hüfte stabil bleibt und sich möglichst wenig bewegt.